Die Playa de Palma ist immer noch die beliebteste Flaniermeile der Insel. Die Mehrheit der deutschen Mallorca-Touristen wohnt irgendwo hier in ihrer Nähe. Und wenn es Nacht wird zwischen den Strandabschnitten, sorgt die Polizei mit einem Überaufgebot für zumindest gefühlte Sicherheit. Denn das Partyvolk gilt immer noch als leichtes Opfer von Straftaten. Die Polizeipräsenz zeigt durchaus Wirkung. Man mag kaum glauben, dass man wirklich an der Playa de Palma ist. Hier hat sich viel verändert in den letzten 2 Jahren. Dafür hat die Regierung gesorgt. Eimer werden hier nicht mehr getrunken, eher elegante Cocktails. Und auch die Kriminalität ist hier stark zurückgegangen, wegen der vielen Polizeipräsenz. Aber es gibt natürlich ein paar kriminelle Elemente, die kann auch die Polizei von Playa de Palma nur schwer unter Kontrolle bringen. Warum wissen wir das überhaupt? Weil wir sie schon kennen, seit einigen Jahren. Wir blicken zurück, 20 Monate zuvor. Es ist Hochsaison an der Playa. Wir schauen uns damals mit versteckten Kameras in den Straßen rund um die Feiertempel um. Rund 80 junge Frauen sind hier auf Beutezug. Prostitution ist ihr Nebenerwerb. Das Hauptgeschäft ist der Taschendiebstahl. Hey, die haben eine Videokamera. Damals beobachten wir die Damen einige Nächte lang und sprechen ihre Anführerin, genannt Princess, offen auf der Straße an. Wir wollen von ihr wissen, was sie denn hier alle so treiben. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Princess. Was macht ihr Damen hier unten? Arbeiten. Arbeiten? Was arbeitet ihr? Blasi, Fiki. Sicher? Ich hab doch gesehen, wie ihr so und so macht. Alle sprechen darüber, dass es hier so gefährlich ist. Nein, wir beklauen niemanden. Die Männer tun das. Wer? Die englischen Männer machen das. Die englischen Männer klauen? Ja, wir machen das nicht. Wartet ihr auf die betrunkenen Männer? Nein. Nein, keine betrunkenen Männer. Wenn du mich magst, dann komme ich mit dir und besorgst dir. Die Dame, die sich Princess nannte, wurde übrigens im vergangenen Jahr bei einer Razzia festgenommen. Gemeinsam mit 11 anderen Frauen. Sie sollen seitdem in Auslieferungshaft sitzen. Fast 2 Jahre später, zum Ende der Saison, sind wir wieder mit unseren versteckten Kameras unterwegs in den Straßen von Playa de Palma. Natürlich, die Beamten können nicht immer überall sein. Man sieht, dass sie präsent sind. Es hat sich hier auch was getan. Die Klauhuren, eigentlich ein unschönes Wort, aber das sind sie nun mal, sind weniger geworden. Nicht mehr in Gruppen treten sie auf, aber von der Straße verschwunden sind sie keineswegs. Und dadurch immer noch eine Riesengefahr für alle, vor allem jungen Männer, die ihre Kontrolle verloren haben. Ist das jetzt hier ein Phänomen der Hauptsaison, was wir erlebt haben? Mallorca hat von April bis Oktober Saison. Die Damen auch? Die Sommerferien sind jetzt im Oktober längst vorbei, als ich wieder in Stellung gehe hinter Bierkönig. Und zwar da, wo alle rauskommen, nachher, betrunken. Da positionieren sie sich und kommen jetzt quasi gerade zur Arbeit. Da sind die Ersten schon. Kurz danach beziehen die Ersten Position. Direkt am Zugang zu den großen Hotels. Entdeckt werden wollen wir jetzt nicht. Das ist ja durchaus pikant, was man hier dreht, ja? Es ist jetzt kurz vor 1 Uhr nachts. Die ersten Männer stolpern aus den Kneipen in Richtung Hotel. Und die Damen gehen sofort ran. Die Anbahnung läuft ganz wie immer. Man muss es noch mal ganz klar ziehen. Also wir reden hier nicht über ein Rotlichtviertel wie in Amsterdam oder Hamburg. Sondern das sind im Prinzip hier, das ist die zweite Reihe an der Playa de Palma, die nächste Straße nach dem Strand. Wir müssen Geduld haben. Es ist bald 3 Uhr in der Früh und es kommen immer mehr Damen. Die Gefahr, hier beraubt zu werden, gleich hinter den legendären deutschen Discos, die ist nach wie vor da. Wir beschließen, die Situation aus der Lobby zu beobachten. Und wir haben Glück. Unmittelbar vor unserem Hotel schlägt eine der Klauhuren zu. Sie umgarnt den angetrunkenen jungen Mann und zieht ihm einen Geldschein aus der Hosentasche.
Wir haben nur einen kurzen Moment Zeit, sie zu stellen. Denn sonst ist sie mit der Beute auf und davon. Ich habe genug gesehen davon. Was soll das? Wer bist du? Was macht ihr hier? Wir ficken. Nein, eben nicht. Ihr stehlt den Leuten ihr Geld. Wir haben das jetzt hier eine ganze Zeit, die ganze Nacht beobachtet. Komm her. Ich hab's doch gesehen. Wir verfolgen die Dame noch 100 Meter weiter in Richtung der Disco Oberbayern. Dann verschwinden sie in einem Parkhaus. Ich weiß nicht, wo sie sich jetzt hinflüchten, aber das war der klassische Fall gerade eben. Die Polizei zu rufen wäre sinnlos. Die Täterinnen sind längst über alle Berge. Das Ganze hat stattgefunden zwischen der sogenannten ersten und zweiten Reihe, was wir gerade beobachtet haben. Und ich will mal schauen, ob wir diesen Touristen irgendwo finden können. Wir erwischen den etwas verwirrten, aber schlagartig ernüchterten Mann in der Nähe unseres Hotels. Excuse me, sir. Sir? Entschuldigen Sie. Wir kommen vom deutschen Fernsehen und haben beobachtet, was Ihnen gerade passiert ist. Geht's Ihnen wieder gut? Ja, mir geht's gut. Haben Sie was getrunken? Naja, nur zwei Gläser. Was ist denn passiert? Was hat sie gemacht? Ich ging die Straße entlang, als zwei Frauen mich begrapschten und ihre Hände in meine Jacke steckten. Und was ist dann passiert? Haben Sie was gestohlen? Ja, 30 Euro. 30 Euro? Der Mann hat diesmal noch Glück gehabt. Sein Portemonnaie hatte er an diesem Tag nicht dabei. 30 Euro, so, but you're okay. Sie sind okay. Ja, mir geht's gut, aber... Ein Treffer, wir haben uns lange auf die Lauer gelegt, um das mal so live mitzubekommen, aber genau so läuft es. Hier genau vor einem Vier-Sterne-Hotel wird zugeschlagen, zugegriffen in diesem Fall auch. Und es hat einen guten Grund. Genau hier um die Ecke ist der Bierkönig und der Megapark. Hier sind selbst in der Nachsaison wie jetzt noch 3.000-4.000 Deutsche und unter denen mehrere hundert potenzielle Opfer. Deswegen werden genau diese Straßen nach wie vor abgedeckt von den Klauhuren. So ehrlich muss man sein. Dabei gab es ja erst im vergangenen Jahr viele Festnahmen. Bei drei großen Razzien wurden insgesamt 24 Klauhuren verhaftet und ihnen teilweise wegen Raubes der Prozess gemacht. Aber das Problem bleibt der Polizei hier wohl erhalten. Es bedarf also durchaus noch ein bisschen mehr Polizeipräsenz hier an der Playa de Palma. Dann wird auch die vor uns liegende Saison eine für alle Beteiligten erfolgreiche und für uns Touristen sichere. Schönen Urlaub!